Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Mr. Pepper. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss erstmal was essen. Ich hab noch eine. Ich glaube, eine Karotte geht. Wir gehen mal in den Wald und sollen. Oh, warte mal. Ist das wieder Post für mich? Okay, nehmen wir alles. Cool, danke. Was ist das? Erde. Nee. Oh, warte mal, ich muss mal. Genau, die Box ist dabei. Nee. Bumm. Was kann die denn, die Box? Inspizieren. Deine Quarter kann zerlegt werden. Gute für Quer. Ah, okay. Ja, dann, nehmen. Nehmen wir herstellen. Zerlegen. Wir brauchen unbedingt Metall für. Ich dachte, das wäre so eine Lagerbox. Wir brauchen unbedingt Metall für eine Leiter, damit ich unten. Guck mal, ich kann eine Leiter bauen. Cool. Herstellen. Ist die Frage. Holzkiste. Was brauchen wir für eine Holzkiste? Holz, Schrank, Koje, Werkbank. Warte mal, leider. Ob. Achso, wir brauchen noch Licht. Wir brauchen dringend was zu essen. Ja. Wir brauchen ganz dringend was zu essen. Alles nehmen. Ach. Ach, der läuft immer so langsam, der Junge, ey. Öffnen. Was haben wir denn hier? Energieriegel essen. Essiggurken. Ich meine, Essiggurken dürften ja eigentlich nicht. Was haben wir hier noch? Orangenmarmelade. Okay. Also wenn er das irgendwie seltsam findet, der Agent. Dann weiß ich auch nicht. Aha. Genau, Zucker packen wir da noch rein. Nudeln. Mehl, Ei. Mal da, Sonnenblume. Feldration könnte schwierig werden. Öffnen. Feldration sieht so ein bisschen verdächtig aus. Aber wir können ja auch unten eine Kiste haben, wo wir Zeug reinpacken. So, okay. Dann machen wir jetzt Lampen. Warum kann ich keine Wandlampen, weil mir Glas fehlt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich eine Tür brauche, um von dem einen Raum in den anderen Raum daneben zu kommen. Ne, da ist eine Tür drin. Okay. Okay, dann die Beete, was ist das? Ne, das
1. Ne, 1. Ah, verdammt. Ich kann nicht 5 nebeneinander platzieren. Ah, Holz kann ich kaputt machen. 2. 3. 4. 5. Okay, wir sollen die Samen pflanzen. Eine Holzkiste. Ich weiß, wir haben die Kräuterfrau nicht besucht. Es tut mir leid. Öffnen. Große sind die, ja, da geht da einiges rein. Köder. Wasser. Feldration. So. Damit wir ein bisschen Ordnung haben. Und dann Salatsamen, Rübensamen, Karottensamen. Okay. Wir packen die Lampe mal. Wo ist denn das hin? Da. Dahin. Ah. Pflanzen. Pflanzen. Ah, okay, wir müssen es noch wässern. Pflanzen. Müssen wir aufpassen. Bis 3 Uhr müssen wir schlafen, also wir haben jetzt noch 3 Stunden Zeit. Ah nee, ach Mann. Sollte schlafen gehen, ja, ich weiß. Pflanzen. Pflanzen brauchen Wasser und Licht. Ja, genau, das mit dem Licht habe ich. Habe ich mir fast gedacht. Bewässern. 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 Okay, wir brauchen definitiv mehr Lampen da drin. Nahrungsquelle gesichert. Ich sollte wieder auf meinen Plan schauen. Ja, erstmal solltest du schlafen gehen, mein Freund. Was ist sie denn? Warum läuft sie so? Also wir brauchen mehr Lampen. Sie will irgendwas von mir, aber nicht heute. Ich gehe erstmal schlafen. Wie gesagt, bis um 3 muss ich im Bett sein. So, Tag 3. Ja, läuft aber. Es wäre echt gut, wenn ich was essen. Ja, ich weiß. Das kann ich mir vorstellen. Habe ich denn noch was?
Ja, hier bin ich leer. Öffnen. Ich hab gar nichts, gell? Gut, dann gehen wir mal in den. Wie sieht's hier unten aus? Dann gehen wir mal in den Wald, weil da sollen wir uns ja mit der Dame treffen, mit der Kräuterfee. Vielleicht können wir dann ein bisschen Holz und noch ein bisschen sammeln. Wir haben ja. Ja, auf jeden Fall können wir Bären sammeln. Ist keiner. Kann ich denn dahinter gehen? Mal benutzen. Fahrt. Okay, ich kann dahinter gehen. Wald, Level 1, 2. Nehmen. Okay, hier können wir wahrscheinlich auch später jagen. Lesen. Ich glaube mal, wir können hier später jagen, deswegen haben wir ja auch den Köder. Lesen. Jagdclub, alles was die Wildnis bieten hat, frisches Fleisch von verschiedenen Arten. Okay. Lokale Jägerin, interessant. Ich sollte mir mal ihre Sachen anschauen. Jägerin freigeschaltet. Machen wir aber nicht heute. Zu schwer. Sollte die Dame sein? Weit levelt 1,3. Okay, geht's nicht weiter nach rechts. Da ist jemand. Reden. Hallo. Hoppla, ich habe mich nicht versteckt. Ich habe nur Bären gepflückt. Ja, ja. Bob, bist du okay? Wer ist Bob? Hallo, Butterblume. Ich wusste, du würdest kommen. Was ist das denn da? Siehst aus wie ein starker und fähiger junger Mann. Ist ein bisschen her, seitdem mich jemand jung genannt hat. Ja, das stimmt. Und Sie sind's? Wo sind meine Manieren? Mein Name ist Jenny. Hallo Jenny, ich bin diejenige, die dir den Brief geschickt hat. Entschuldige die Geheimhaltung, aber man kann heutzutage nie zu vorsichtig sein. Du kannst mich normalerweise hier um diese Uhrzeit treffen, also mal vormittags um 10. Ich bin eine Kräutersammlung, man könnte sagen, dein Kontakt für alles, was Pflanzen angeht. Man nennt mich Prepper, schön dich kennenzulernen, gnädige Frau. Okay. Nenn mich doch einfach nur Jenny und lass uns auf den Punkt kommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe diese gemütliche Hütte im Wald, aber komme nicht zu ihr hin. In der Gegend ist die ganze Zeit ein sehr bösartiger Wolf. Ich habe alles versucht. Er ist nicht auf meine Köder aus giftigen Kräutern in einer Wurst reingefallen. Könntest du ihn für mich beseitigen? Natürlich. Hm, ein Wolf und eine Hütte im Wald. Brauche ich ein rotes Käppchen und einen Korb für diese Mission? Du würdest in Rot lieblich aussehen. Oh, die flirtet mit uns. Aber ich bin nicht die Modepolizei. Hilf mir bitte, damit ich niemanden große Ohren und Zähne erklären muss. Im Gegenzug kannst du alle Materialien, welche noch in der Hütte übrig sind, haben. Ich muss sowieso wieder aufstocken. Sobald ich meine Hütte wieder habe, können wir miteinander handeln. Sind wir im Geschäft? Ja, sind wir. Ich werde mich um den Wolf kümmern. Hast du das gehört, Bob? Wir werden unsere Hütte zurückbekommen. Wer ist Bob? Wahrscheinlich die Pflanze da, oder? Die Oma und der Wolf.
Gondel. Okay. Aber wo ist denn der Wolf? Jagdclub, okay, das kennen wir schon. Wo soll denn der Wolf sein? Warte mal, sie hat doch gesagt, ihre Hütte. Kann es sein, dass... Zu Hause. Komm, wir gehen erstmal zu Hause und gucken, was Beth und so macht. Ah, läuft. Ah, nee, das ist doof. Das ist zu dunkel. Köder für seltene Tiere. Wo ist denn das Holz hingegangen, was ich gerade kaputt gemacht habe? Ah, nee. Feldration. Gott, was ist das denn alles hier? Da ist das Holz. Aber da, zweimal Glas. Oh, da können wir ja nochmal Lampen bauen, oder? Ja. Können wir nämlich einmal die nehmen und die nehmen. Deswegen hängen die mal genau da in die Mitte. Farbe ändern. Ja. Und erst mit einem kurzen Nickerchen. Ja, müssen wir machen. Aber das wächst schon hier. Ich glaube, wenn das voll ist, ist das ausgewachsen. Repariere die Seilbahn im Wald. Schau auf deinen ultimativen Plan. Ich glaube, mit dem Seilplan und so, das machen wir morgen. Also am nächsten Tag. Gucken, was der ultimative Plan sagt. Wie kann ich fliehen? Auto, Flugzeug, Rakete. Nein, das wäre einfach nur verrückt. Rakete. Mach einen Plan. Inspiration. Hm? Auch nicht? Auch nicht? Ich hab nix. Ich hab nix für Inspiration. Finde in deinem, für deinen Ultima, ja, finde Inspiration, ja, aber wo finde ich die denn? Ich wollte mal da reingucken. Guck mal, das wächst schon. Da ist gar nichts drin. Aber da könnten wir Sachen reinladen. Oh, guck mal, wir haben schon wieder Post bekommen. Wie geht's dem Mr. Piper? Oh, wir haben was bekommen. Was ist denn das? Minuteman-Brief. Ein Brief von einem Fremden, der sich Minuteman nennt.
Lesen? Nee, kann ich nicht. Doch, jetzt. Sie kennen mich nicht, aber Ihre Ambitionen sind mir aufgefallen. Sie sind eine interessante Person, Mr. Pepper. Es gibt tatsächlich nicht viele interessante Leute in dieser Stadt. Ich weiß, dass Ihr kleiner Roadtrip nicht gerade gut gelaufen ist. So schade, aber wenn ich etwas vorschlagen darf, gehen Sie hoch hinaus und bleiben Sie nicht nur auf dem Landweg. Ich habe Ihnen etwas angehängt, was Sie eventuell nützlich finden können. Es ist ein bewährtes Design. Es klingt verrückt, aber ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen können, Mr. Pepper. Und keine Sorge, deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Du kannst bald etwas von Fanpost von mir erwarten, okay? Interessant, ich kenne den Typen nicht, aber er scheint hilfreich zu sein. Er hat noch ein paar Sachen zum Teilen, vielleicht will er handeln. Okay. Das haben wir gelesen, das ist Mr. Piper. Okay, was ist das? Bürgerinspektionsperson, normale häusliche... Verdächtigsten, Verdächtiger. Okay. Scheiße, ich muss aufpassen wegen Teller. Und so, was ist das? Ah ne, das ist neu. The Rocket. Lustig, das macht überraschenderweise Sinn. Ich habe wirklich gefühlt, ich kann das schaffen. Allerdings brauche ich noch etwas Planung. Lieber Nachbar, mögen Sie allgemeine Blumenkräuter? Achso, das war die... Warte mal. Lesen. Jetzt haben wir doch eine Inspiration mit der Rocket. Okay, warte mal. Ja. Ultimativer Raketenplan. 10 Glas, 20 Metall. Stein, okay. Die Musik ist, finde ich, cool. Dann müssen wir nur gucken, wo wir dann Glas herkriegen. Das ist ein bisschen auffällig, wenn ich hier alles kaputt mache. Kleine quadratische Box. Ja, okay. Ist natürlich einiges, was hier... Ich würde sagen, wir legen uns hin, machen Feierabend. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann an Tag 5 und 6. Morgen kommt dann definitiv der Agent zur Besichtigung. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.